Fragen. Ja. Ein Tau und herzlich willkommen zu meinem Dreitags-Video. Ja. Ja, das soll heißen, hallo zum Freitagsvideo. Ist schon besser, aber das Knödeln ist noch einfacher. Also die Sprache kommt langsam, ist schon etwas besser, aber das Knödeln geht noch einfacher, weil wenn man nicht knödelt, dann... Rauch. Dann braucht das Gehirn zu lang, die Worte überhaupt zu finden. Ich. Lang. Ja, dann brauchst du lang, dass die Worte überhaupt aus deinem Kopf oder Mund kommen. Ich muss sagen, ich bin heute, ich habe gestern Nacht Hustenmücken. Das war Gestern Nacht musste sie husten und hatte die Hoffnung, dass das Sprachzentrum sich öffnet bis heute. aber nicht so viel, wie ich erhofft habe. Aber ja, leider noch nicht so viel, wie sie sich erhofft hatte. Und ich muss sagen, ich bin auch extrem müde. Müde bist du, ja. Müde sind wir beide. Und ich merke einen großen Unterschied für mich, dass ich dieses Mal Gefühl habe, eher mein Körper macht mir, das macht mir gerade noch schwerer. Dein Körper macht es dieses Mal schwerer. Wieso? Ich habe das Gefühl, dass ich so schlapp bin, an, das fühlt sich an wie eine Grippe, glaube ich. Ich fühle mich richtig wie verschnupft. Richtig schlapp. Ja, und das, ich habe. Geschnupft? Nee, schlapp. Also, ich habe dann nicht den Druck im Kopf im Ganzen Ah. und so, und deswegen habe ich gerade verknüpft, weil genau. Okay. Ein großer Druck im Kopf. Und ich habe das Gefühl, wenn ich darf, meinen Körper etwas aufzupäppeln, dass es dann auch mit der Sprache schneller gehen könnte. Weswegen ich heute schon Döner gegessen habe und Salat und Nudeln. In der Hoffnung, dass viel Kraft Ja, zurückkommt. ich kann auch gerade, also was ich für mich feststelle, ist, in dieser Zeit kann ich wirklich, um nett zu formulieren, fressen wie ein Schwein. Im Augenblick kannst du sehr viel essen. Du brauchst es auch. Ich schlafe viel, ich fresse viel und mache wenig und nehme nicht zu. Das ist die Kunst. Schlafen, viel essen, nichts tun und trotzdem nicht zulegen. Ist die Kunst. Tja, der Körper braucht's. Im Gegenteil, ich verbrenne schneller, als ich reintaufen kann. Ich Ja. denke, wir sollten es nicht zu lange ziehen. Ich wollte noch was sagen. Du wolltest noch was sagen. Das war mir ganz. Ja, das ist ja weg. Wichtig? Ja. Das ist ja ganz wichtig, dass. Probier's mit Knödeln. Das Wort ist weg, Das Wort einfach. ist Das weg. Wort ist gerade einfach weg. Das ist Das so Wort ist unfair. verschwunden. Probier's mit einem anderen Wort, umschreib's. Der Tindet Wort ist weg. Der Sinn des Wortes ist weg. Ja. Was dir noch wichtig war. Ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Aber ich habe den Sinn nicht mehr im Kopf. Und dann müssen wir es lassen. Vielleicht fällt dir der Sinn beim nächsten Mal ein. Das wäre toll und cool. Uncool. Ja, aber wenn der Sinn nicht in den Sinn kommt. Ich wollte dann noch sagen, dass. Ich hab immer vier die Hunden und dann ist weg. Vier Sekunden ist da und bevor es auf die Zunge kommt, ist weg.
mich dort, dass ich für alle Worte du wo ewig lang brauchte. Das war gerade, hatte ich wortwörtlich die Worte vergette, den Sinn dahinter vergette und ich vergesse, wie ich da rausbekomme. Also vergisst die Worte selber, du vergisst den Sinn der Worte und wie du sie vom Kopf in den Mund in die Umwelt bringst. Aber erstaunlicherweise, wenn die Blockade sich löst, ist es in kürzester Zeit alles wieder Ja, da. das ist dann also wirklich dann innerhalb von, glaube einer Stunde alles wieder da. Dann kann ich wieder Vorträge halten, wo man auf dem höchsten Niveau. Aber heute machen wir jetzt Schluss. Ich wollte an dieser Stelle noch sagen, dass ich meiner Mom sehr verbunden bin, dass sie mir durch die letzten drei Videos geholfen hat, weil ohne sie würde es diese drei Videos nicht geben. Ja, ich bin zwar nicht so toll mit Videos drehen, aber die Hilfe war offensichtlich nötig. Und nicht selbstverständlich, dass die mir hilft, deswegen. Weil die YouTuberei nicht mein Metier ist. Also, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich auch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder auf Twitter. Nein. Meine Mutter hat gestern zu mir gesagt, ich wollte ein Knödelwörterbuch rausheben. Mit was wie Twitter und Taituk. So welche Sachen gar nicht gehen. Ein Knödelwörterbuch statt Twitter und Facebook kommen dann ganz andere Dinge raus. Jetzt, das war noch das Wichtige. Alles klar. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns Tschüss. dann nächsten Mittag wieder. Bis dann nehme ich mir vor, wieder zu sprechen. Wenn ich auf Twitter die Hoffen ganze Zeit die Pappe halten muss. wir's. Also jetzt Hausarrest und Klappe halten. Bis